Hey, guck mal, dein Telefon. Das ist jetzt wie eine Glitzer-App. Hey, wie geil. Guten Morgen. Hey. Für uns ist heute wieder Ausflugstag. Und zwar sind wir nicht alleine, sondern mit unseren ganz lieben Nachbarn. Und die seht ihr gleich. Also, du musst mal hier oben was anderes einstellen. Guck mal, da sind die Zweiten. Morgen. Morgen. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Wasserfall angekommen und das ist auf Donation-Basis, also auf Spendenbasis. Da ist eine Box, die ich sehe, und da kann man Geld reinwerfen. Und auf dem Weg hierher haben wir uns verfahren. Dann sind wir irgendwo abgebogen beim Schrottplatz und dann kamen die Arbeiter und meinten, ey, Wasserfall, Wasserfall, ja, ich fahre sowieso die Richtung, komm, ich nehme mich in die Hand. Voll nett. Richtig nett. Richtig nett. Wir sind beim zweiten Wasserfall angekommen und hier ist auf jeden Fall schon mehr los, weil da vorne ist so eine Einkaufsstraße mit Restaurants und so. Mehr touristisch und hier gibt es so eine Aussichtsplattform, wo man den Wasserfall von oben betrachten kann.
kleine Pause. Und es schmeckt so lecker. Ich habe noch nichts probiert, aber sieht lecker aus. Wisst ihr eigentlich schon, wie das Leben der anderen aussieht? Ja, das ist Korn. Ich bin ja wohl noch sehr viel Korn. Bevor Sie das Essen essen, erstmal fotografieren, abgelichtet, filmen. Nachdem es jetzt endlich mal aufgehört hat zu regnen, sind wir losgefahren und in der Nähe war noch ein Themenpark, ein verlassener, und den ziehen wir uns jetzt natürlich rein. Wir haben 2.000 Euro für den Strandabschnitt bezahlt und nochmal 10.000 Euro pro Person, damit wir hier uns das Ding anglotzen können. Haben. Der Themenpark, der liegt natürlich direkt am Strand und man muss da vorne bei diesem Typen da keine 10.000 Rupi pro Person abdrücken, sondern du fährst einfach mit dem Moped direkt zum Strand, zahlst deine 2.000 Parkgebühren und läufst dann über den Strand rein in den Themenpark. Ganz easy. Schwarzer Sand! Richtig geil. Und da hinten, den sieht man leider nicht so richtig gut, aber da ist der Mount Agung. Da. Das ist wie eine Glitzer-App. Hey, wie geil. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück von unserem Ausflug und wie ihr an dem Titel bereits als auch in den Szenen gesehen habt, waren wir den ganzen Tag barfuß unterwegs. Und somit schließen wir unseren schönen Ausflug ab, indem wir euch noch einen kleinen, was ist das? Wir wollen euch unsere Erfahrung teilen, wie genau. Wir damit zurechtgekommen sind. Und zwar kannst du hier problemlos auf Bali überall barfuß hinlaufen, auch in die Supermärkte rein. Du wirst von den Mitarbeitern zwar ein bisschen schräg angeguckt, aber du wirst auf keinen Fall rausgeschmissen, so wie es in Deutschland ab und zu mal der Fall ist. Und man muss halt nur auf den heißen Asphalt achten, ansonsten verbrennt man sich die Füße. Und wenn es mal zwickt oder drückt an den Füßen, dann ist es halt nicht schlimm, weil die reißen dadurch nicht auf. Es ist halt nur ein bisschen unangenehm, solange man nicht über Scherben läuft. Auf jeden Fall bleibt noch kurz dran bis zum Ende. Da zeigen wir euch nämlich, wie es weitergeht. Und das wird vulkanös, sage ich jetzt mal. Und wir gehen jetzt mal ins Bettchen, weil so eine Ausflüge, wie schön die auch sind, machen sie mich total müde. Im Nachhinein könnte ich tot ins Bett fallen und einschlafen. Auf jeden Fall, ich bin vorhin schon kurz eingenickt. Bis dahin, gute Nacht. Gute Nacht. Leute, und da ist der Ausbruch. Seht ihr die Aschewolke, die da so hochsteigt?